Also Lukas, wenn ich du wäre, kaufst du mir einfach mal mit allen Accounts, die du hast, den kompletten Item-Shop. Schau Leute, was geht denn? Willkommen zu einem wunderschönen Video. Ganz so schön ist es dann doch nicht, weil Vive mit am Start ist. Was geht? Lukas, mach mal bitte ganz kurz Duos rein und halt dich ganz kurz geschlossen. Es ist voll früh morgens. Okay. Perfekt, ganz genau. Leute, wir spielen heute wieder gemeinsam, wenn ich du wäre, in Fortnite. Ein Game, was ich momentan wirklich relativ wenig spiele. Falls ihr aber trotzdem noch gerne Fortnite spielt, könnt ihr natürlich gerne hier im Itemshop meinen Code REWINZEIT eintragen, meine Freunde, und mich noch reicher machen, als ich schon bin. Das wäre absolut überehre. Danke dafür. Es tut mir an der Stelle leid, dass ich hier die ganze Zeit rumfurze. Mein Hund ist, glaube ich, gerade schon geflüchtet. Er kam hier schon weit über alle Berge, meine Freunde. Das tut mir wahnsinnig leid. Lukas, wir spielen ja, wenn ich du wäre, und ich würde direkt gerne anfangen. Lukas? Ja. Was hältst du davon, wenn ich du wäre, Lukas, beim nächsten Mal, wo ich dich sehe, ja? Darf ich dir so richtig schön ins Gesicht blähen? Ekelhaft. Junge! Ja? Okay. Perfekt, gut. Ich werde den ganzen Tag vorher nur Eiweiß und Proteinriegel essen, damit du weißt, wie das dann schmeckt. Lukas, ich würde sogar sagen, hey, fang so schön vielleicht an. Vielleicht machst du sogar den Mund auf und beißt ein bisschen drauf rum, weißt du, so. Gönnst dir richtig schön rein. Es ist wirklich, Lukas, also es ist nicht schlimm. Wir kennen uns ja mittlerweile schon was länger. Ja. Familiär. Ja? Eben, richtig, genau. Es bleibt in der Familie. Also familiär sind wir jetzt nicht, sag ich mal, aber du weißt, was ich meine. So. Du wirst leiden, Digga, heute, glaub mir. Ich werde absolut leiden, ganz genau. Ja. Lukas, wie geht es dir denn an diesem beschissenen Tag heute? Mir geht's ganz gut, bin ein bisschen müde. Hat dich jemand danach gefragt? Ich glaube nicht. Super, Leute. Ich würde sagen, wir droppen direkt mal hier vorne im Pleasant Park. Lukas, du darfst gerne mit mir dort landen. Und das überlege ich mir noch. Perfekt, auf geht's. Das Ding ist, weil wenn ich du wäre, wir machen ja schon lange nicht mehr so diese Fortnite-Aufgaben so. Ja, richtig. Wir spielen nur noch mit grauen Waffen. Ja, genau. Deswegen können wir eigentlich auch direkt viel härter reinstarten, oder? Könnte man, muss man natürlich nicht. Bei mir war es doch relativ entspannt, sage ich ganz ehrlich. Ist halt schon relativ krass, dass wir jetzt schon bestimmt eine Minute aufnehmen und du noch kein Geld ausgegeben hast, Digga. Das kann ja gar nicht wahr sein, oder? Geht es in dem Format eigentlich nur darum, uns wirtschaftlich gegenseitig zu schaden? Weil falls das der Fall ist, Lukas, würde ich sagen, landen wir mal beide hier. Ja, ich mache hier bestimmt nicht mehr mit aus Spaß. Ich will hier Sachen for free haben, Digga. Ich habe jetzt schon ein iPhone, ich habe jetzt schon ein T-Shirt. Kann weitergehen, Bruder. Oh yeah. Deswegen, Revi. Ja, bitte. Ich würde sagen, überweis mir doch mal ein 20. Bitte? Nein. Überweis mir doch mal ein 20. Ich will jetzt kein 20 Euro überweisen. Einfach auf PayPal. Doch. Lass mir rüber lieber den Gegner pushen. Ja, mach ich nach der Aufnahme. Ja, mach ich jetzt nach der Aufnahme. Komm, wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Komm, hier unten ist der. Der ist One-Shot. Ist ein Bot? Nein! So, Lukas, dann 20 Euro auf PayPal, natürlich. Ich mach's aber alles mit Käuferschutz und kann's dann später wieder zurück zum Lukas. Nein! Weißt, ne? Freunde und Familie! Ja, ganz genau. Käuferschutz, den zahle ich auch gerne, den zahlst ja sogar du. Das ist ja das Los Gute. Los jetzt. Mit Käuferschutz senden. Ja. Und dann kriegst du jetzt von mir 20 Euro Mitteilung. Hoffentlich wirst du irgendwann impotent. So! Geld sendest, Lukas. Ich würde sagen, mach dich bereit. Ich warte gerade noch, bis mein Geld ankommt. Mach dich bereit. Denkst du eigentlich, wenn wir das noch Jahre weitermachen, kaufen wir jetzt irgendwann gegenseitig Häuser und so? Keine Ahnung, Lukas, aber wenn ich du wäre, würde ich dir mal ganz kurz bei PayPal 50 Euro überweisen. Ja. Nein! Doch. Nicht eine Aufgabe doppelt machen. Nee, es sind ja 50 Euro, nicht 20. Wir machen es anders. Ja. Wenn ich du wäre, spendest du mir heute Abend im Livestream einfach 100 Euro. Ist einfacher. Nein, weißt ich bin gar nicht zu Hause, wenn du im Livestream. Dann musst du dir wohl leider am Handy die Twitch-App runterladen und auch einen Prime-Sub reingönnen und dann bei mir rein donaten, Lukas. Also, heute Abend beim Stream, ich freue mich drauf, Leute. Ja, 100, dann lass aber 50 Euro. So, wir landen wieder im Pleasant Park, Lukas, diesmal wieder zusammen und diesmal versuchst du nicht direkt am Anfang zu sterben. Ja, was hältst du davon? Ja. Sehr gut. Hast du dein Geld bekommen? Ja? Warte, ich guck mal. Schau mal, ob ein Zuschauer gezwitschert. Sag mal bitte das Wort Tisch. Tisch. Ich. Ja, was? Ja, und? Ja, was? Ja, ich kann's halt nicht aussprechen. Du kannst Büro nicht aussprechen. Nein, Büro sagt man ganz normal so. Büro. Leute, ich muss noch ins Büro. So redest du, ich weiß nicht. Euro. Hier, da unten ist ein Lama. Hol dir das mal lieber. Lama! Herr Lama! Schmeckt. So, Leute, weil Lukas gerade leider reingezackt hat, können wir den Hund hier leider nichts zeigen. Ich hab die Kills gemacht, du bist gestorben, Digga. Brauchst hier gar nicht lügen. Ich würde sagen, meine Freunde, wir gehen einfach direkt in die nächste Runde. Lukas, ich freue mich auf jeden Fall über die 100 Euro Donation von dir an der Stelle dann, ja? Lukas? Ja. Danke. Danke, Mann. Danke, dass du meinen Livestream auch so unterstützt. Jetzt ist aber wieder so unnötig, Junge. Naja, Lukas, was soll ich sagen? Ich muss ja auch von irgendwas leben, ne? Ja. Wenn du wärst, würde ich jetzt deine Mutter anrufen und die einfach anschreien und wieder auflegen. Die ist in Kuba. Die schläft. Ja, das ist doch geil, Digga. Die probier es aus. Okay. Junge, hoffentlich kostet die Telefonrechnung 10.000 Euro, Junge.
Mann, dann rufst du Kim an. Deine Managerin. Einfach mal anrufen, die denkt sich wahrscheinlich nichts Böses. Schrei die richtig an und leg auf. Hi Kim. Kim? Hallo. Kim? Wie du schreist. Hallo? Was? Hallo? Ja! Er hatte gesagt, wehe, du schreist? Ja. Rufst du die öfters an und schreist sie an oder was? Richtig, ja. Das nennt man Mitarbeitermotivation. Nice. Ja, moin, Digga, die weiß einfach Bescheid. Brauchst du vielleicht einen down? Anderer ist auch down, ne? Bedank dich bei mir. Für was? Ich hab den anderen doch geholt. Bedank dich? Nein. Wenn ich du wäre, würde ich mich die ganze Runde bei mir bedanken. Aber ich bin ja dran. Ganz genau. So, Lukas. Klasse. Wenn ich du wäre, du hast ja dieses Kino mal angerufen, ne? Ja. Nee, ey, bitte nicht mit dem Kino. Weil das damals schon ultra peinlich war. Und ich keinen Bock hab auf... Ja, du hast keinen Bock, da nochmal anzurufen, oder wie? Ja. Digga, weil das mega unnötig ist. Der kann nicht mehr so viel haben. Wollte gerade sagen. Hab ihn. Easy, Digga. So, Lukas, wenn ich du wäre... Du gehst ja immer so mit deinem Auto, machst so Stories, wie du so Waschanlage und sowas bist, ne? So richtig krass und so. Ja, Lukas, ob du nie Stories von deinem Auto machst. Wenn ich, der ist down. Wenn ich du wäre, Lukas, würde ich sagen, dass du mal das Instagram-Story machst, Realtalken, wie reich du bist eigentlich. Und wie krass du es findest, dass du so eine Karre fährst und so. Weißt du? Also einfach mal Digga, so ein bisschen das ist, Realtalken. Das ist sehr hart. Also sagst halt einfach so, yo, ganz ehrlich, ich habe so ein krasses Auto, ich bin halt so reich, weil ich es mir auch einfach verdient habe. Ich habe dafür hart gearbeitet. Wobei, nee, eigentlich nicht. Weißt du, ein bisschen deine Community auf abgehoben Hops nehmen. Verstehst du, was ich meine, Lukas? Die werden sich da sicherlich freuen. Digga... Ich mach immer so lockere Sachen, Alter. Ich finde das auch ziemlich locker, so ein bisschen real zu talken mit seiner Community. Bin ich ehrlich. Sehe ich jetzt nicht, wo sein Problem ist, oder Leute? Versteht ihr es? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Ist das ein Bot? Oh Gott, ich bin ein Bot. Richtig. Ich finde es einfach richtig cool, dass ich inzwischen einfach so reich geworden bin. Leute, gönnt euch mal dieses Auto zum Beispiel. Das könnte ich niemals fahren, hätte ich nicht so viel Geld. Was krass ist, ihr habt halt nicht so viel Geld. So, wisst ihr, das ist halt krass, Alter. Inzwischen hier wohnen im eigenen Haus und so, Alter. Digga, Lukas? Das war mit Abstand die unangenehmste Instagram-Story, die ich gemacht habe. Das war richtig unangenehm. Hm. Da war es sogar angenehmer. Katja Krasavitz zu schreiben, dass ich die gerne pumpern will, Digga. Jeder, der das jetzt im Instagram sieht, denkt, ich bin behindert. Ja, haben wir nur Bots oder was? Oh, mein Boxtrainer hat die auch schon gesehen, Digga. Sehr nice, Alter. So nötig! Boah, Digga, jetzt, ich muss mir irgendwas überlegen, dass du richtig blutest, Alter. Blutest oder blutest? Speaking about Tisch oder Sprachfehler. Fisch? Der Tischfisch, ganz klar. Ja, so ein Ding, Digga. Legst du noch Gegner? Mein Freund. Wenn ich du wäre. Nee, starke Aufgabe. Oh Mann! Leute, schreibt mal krasse Gegner. Aufgaben in die Kommentare. Ich will in der nächsten Folge so viel wissen, Alter. So viele Sachen haben. Komm, wir müssen in die Zone, Digga. Die Retro Zones. Boah! Den habe ich aber geholt, Alter. Wenn ich du wäre, bellst du jetzt nur den Rest der Runde. Die ganze Runde darfst nicht mehr reden. Was sagst du dazu? Ruff. Ach so, Digga. Ruff. Hör auf, aus. Ruff. Raketenmuni. Ruff. Sag doch was, wenn du rushst. Ruff. Du dummer... Dich beleidigt! Missgeburt, Junge. Spasti! Wieso? Halt's Maul, ich hab kommst du denn nicht rasiert. Mit, du Missgeburt, Alter? Ich hab übel rasiert. Ich hab rasiert, Digga, ich hatte. Ist egal, ich hatte 10 Kills und du 4. Ich machen hatte wir 7 Kills. Weiter. Ja, perfekt, ganz genau. Lukas, ja? Da ich jetzt wieder dran bin, Lukas, wenn ich du wäre, kaufst du mir jetzt erstmal mit dem ersten Account alle Skins, die du mir kaufen kannst im Shop? Ja? Ich sag dir ganz kurz, was ich möchte aus dem Shop, das kaufst du mir. Dann mit dem zweiten und mit deinem dritten. Also, Lukas, wenn ich du wäre, kaufst du mir einfach mal mit allen Accounts, die du hast, den kompletten Item-Shop. Danke. Digga! Und zwar hätte ich gerne 100 den Euro eben schon. Kaugummi-Bomberin-Skin. Digga, das kostet locker nochmal 100 Euro oder so. Dann den Schgeminter und dann die rote Jade. Den Glitter-Emote hätte ich gerne schon mal jetzt mit dem Account. Da kannst du dich ja gleich nochmal umloggen. Ich glaube, du hast da noch so einen tollen Account, der hieß. Wie hieß der?
Revi, sag mal ganz, stinkt. Perfekt, ganz genau. Den hätte ich dann gerne auch nochmal an der Stelle. Junge. Mit ein bisschen V-Bucks aufgeladen. Lukas, du weißt Bescheid. Bitte erstmal jetzt den. Oder erstmal die Kaugummi-Bomberin, bitte. Die Kaugummi-Bomberin, die finde ich cool. Die ist extrem schön. Ey, ich schwöre dir, das ist zu teuer, Digga. Das ist wirklich zu teuer. Kannst du mir das bitte kaufen, Lukas? Och, Lukas, bitte. Ja, Junge, du musst immer übertreiben, Alter. Ja, oh, hast ich wurde was beschenkt. Noch? Hier, guck mal hier. Warte mal, ganz kurz. Viel Glück und viel Spaß. Danke, was Lukas. Noch? Okay. Das Glitter-Emote hätte ich gerne noch einmal. Lukas? Oh, schon wieder ein Geschenk, Alter. Danke. Och, Lukas, das ist ja wirklich super nett von dir. Dankeschön, ehrlich. Was noch? Dann hätte ich gerne noch einmal von dir Enigma-Lackierung. Hätte ich auch noch gerne einmal. Ja, was für Lackierung hier? Hast du ja auch noch mit meinem Creator-Code gekauft, oder? Nö. Okay, Revi, wenn ich du wäre, und das haben wir letztes Mal schon mal als Aufgabe gemacht, du hast nicht durchgezogen. Mhm. Ab auf Toilette. Bisschen Wasser holen. Nee, jetzt habe ich nämlich wieder eine gute Aufgabe. Ich werde das nicht reinschneiden und ich werde das auch nicht machen. Ich mache alles, aber ich werde nicht aus der Toilette trinken. Ein bisschen sippen. Nein, das Ding ist bei uns hier oben, das Klo ist mit einer Regenwasser-Toilettenspülung. Raffst du, was das ist für Wasser? Digga, Naturalien der Natur. Geh jetzt. Alles klar, Lukas. Du kannst dich bei jeder Aufgabe kneifen und die habe ich dir schon Lukas, mal gegeben. Ich film's dir ganz auf dem Handy und schick's dir auch. Ich warte ganz kurz hier auf meine, ne? Du weißt Bescheid. Ja, ich komme jetzt. So, dann loggen wir uns mal kurz um, Leute. Erstmal auf Passwort vergessen, weil ich das absolut vergessen habe. So, Lukas, ne? Ich kann mir ehrlich gesagt gerade noch nicht vorstellen, dass Revi das wirklich macht. Die schön voll, das Ding, ja. Aber wir werden es mal sehen, Leute. So, ich muss jetzt einfach mal Passwort zurücksetzen, weil ich nicht mehr weiß, Junge. Es ist so... Unnötig. Ah, ist das unnötig, Alter. Der Hund sei mein Zeuge. Ich habe es getan, Lukas. Schau bei WhatsApp. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Was ist mit mir los? Habe ich aus der Toilette getrunken? Habe ich aus dem Klo getrunken? Warum macht man das, ne? Ist die Frage. So, Lukas, bitte. Kommt dann auch noch meine Geschenke oder nicht? Ich habe hier keine V-Bucks auf dem Account, Revi. Lukas, kaufst du dir bitte einfach welche? Können wir jetzt langsam einfach... Oh, es ist aber so unnötig, Junge. Wie viel muss ich jetzt wieder aufladen hier? Ganz genau. 100 Euro oder was? Ganz genau. Digga. Ey, das ist, ich schwöre, das ist die unnötigste Aufgabe, Junge. Junge, schick mir jetzt erstmal das Video, wie du Toilettenwasser trinkst. Das Video hast du bereits erhalten. Okay, das ist da, okay. Jetzt kommt erstmal der Fake-Check, ne? Ja. Lukas, bitte. Lukas. 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 Könnt ich bitte, wenn du jetzt meine Geschenke haben? Ja, ich muss mich gerade noch einloggen bei PayPal, Junge. Gottverdammte Aber kurze Frage, wie war so der Taste? Der Taste war auf jeden Fall deutlich besser, als es bei dir zu Hause riecht. Besser ist es, Digga. Item Shop, was willst du denn haben, mein Freund? Ich hätte gerne den Skimta Rote Jade. Weißt du, je länger du dich zurückhältst... Oh, ich wurde beschenkt in Fortnite. Stirb. Wie unerwartet. Danke, Alter. Wow, Lukas. Dann hätte ich gerne noch mehr und zwar. Junge, jetzt bin ich übertrieben, ich schwör's dir. Chrono-Kondensstreifen. Ja, wo ist denn der? Ja, der ist doch da, neben dem Emblem der Regierung. Der geht doch da einmal durch. Ist er heute echt ein Shop? Dieser Chrono. Eigentlich ist es super unnötig, das alles zu kaufen, tatsächlich, aber. Ja, ach was. So, und das letzte Geschenk. Ja? Dann hätte ich gerne noch den Rote Jade-Skin. Digga, kannst du auch was Günstigeres holen? Es ist also das Einzige, was ich jetzt noch nicht habe, deshalb, weißt du? Also von daher, ne Lukas? Also einfach mal, ne? Bitte. Oh, noch ein Geschenk. Alter, ist ja wie Weihnachten hier. Lukas, dankeschön, ne? Leute, das war's für diese Runde. Wenn ich du wäre, Lukas, ich freue mich auf deine 100-Euro-Donation. An der Stelle sehen wir uns dann demnächst wieder, ne Lukas? Mhm. Ganz geile Nummer. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Leute. Tschüss.